Der Unterricht an der Altstädter Schule besuchen über 1000 Schulkinder vom Kindergarten bis in die Oberstufe. Um die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, in die Schulleitung und Schulrat im Jahr 2021 eine Vision erarbeitet. Wir freuen uns sehr darüber, dass bereits einige Punkte aus der Vision umgesetzt werden können und wollen ein paar Beispiele aus dem Kindergarten, Primarschule und Oberstufe in dem Kurzfilm aufzeigen und einen Einblick in unseren Schulalltag bieten. In unserem Kindergarten passiert in der Morgenlektion schon unglaublich viel. Beim gemeinsamen Einstieg verbindet Kinder Rhythmen und Bewegungsmuster. Schon im Kindergarten verbindet Mädchen und Buben Können mit Wissen zu sogenannten Kompetenzen. An verschiedenen Werkstattposten spielen sie nach teilweise selbst ausgewählten Kompetenzkarten. Kinder erkennen Piktogramme und gemeinsame Spiele, erfassen Mengen und erkennen Würfelbilder. Sie erkennen Muster und stanzen die Sterne in der richtigen Größe und führen die Muster weiter. Passend zum jeweiligen Thema üben sie die Orientierung und die Umlage an verschiedenen Puzzles. Ganz zum Schluss der Lektion stellen sich die Kindergartenkinder zur Selbstbeurteilung auf ein für sie passendes Smiley auf den Stegen. Das haben wir leider nicht gefilmt. Individualisiertes Lernen ist eine Form des Unterrichts, wo die Schülerinnen und Schüler innerhalb von einer Klasse individuell gefördert und auf ihrem jeweiligen Stand abgeholt werden. Die Unterrichtsform wird eingesetzt, wenn die Kompetenzen sowie der Unterstützungsbedarf der Lernenden sehr unterschiedlich ist. In dieser Unterrichtsform verändert sich auch die Rolle der Lehrperson. Das ist ein weiterer zentraler Punkt in unserer Vision. Die Lehrerin oder der Lehrer wird vom Instruktor zum Lernbegleiter. In Coaching-Gesprächen wird der Lernstand vom Schüler festgestellt und gemeinsam werden die Ziele für das weitere Lernen besprochen. Ein Bereich der Unterrichtsentwicklung unserer Vision heisst vom Erinnern zum Erschaffen. Parallel zur Wissensvermittlung werden mit handlungsbasierten Tätigkeiten Produkte erschaffen. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung statt auf der Theorie. Im Projektunterricht können sich die Schülerinnen und Schüler eigene Schwerpunkte setzen und sich so in spannende Inhalte vertiefen. Im Deutschunterricht der 2. Sekundarklasse wird das Rechtschreibungstraining stark individualisiert. Nach einer Analyse der eigenen Schwierigkeiten beim Schreiben arbeiten die Schülerinnen und Schüler nach einem individuell zusammengestellten Programm und trainieren selbstständig, um die eigene Rechtschreibung zu stärken. Mit diesem kleinen Einblick in den Schulalltag unserer Schülerinnen und Schüler möchten wir alle involvierten Personen motivieren, den Mut zu haben, einfach mal etwas Neues zu ausprobieren. Es muss nicht alles perfekt sein. Das heisst für uns alle, packen wir es an!